So ein Video. Heute schauen wir uns erstmal mal ein Speed Champion Set an, nämlich das 76898 Formula E Panasonic Jaguar Racing Gen 2 Car and Jaguar E-Pace Trophica. Offiziell Jaguar-Lizenz und Formula E-Lizenz. Ja, das ist ja so eine Randserie, also Nebenserie bei Formula E. SUVs als E-Autos, ballern Strecken. Ja, Boxy dann schön. Könnte gut eine Formel E-Strecke sein. Es wird hier, soll anscheinend die hier in New York sein. Da passt jetzt nicht ganz, aber okay. Es leuchtet natürlich nicht hier, keine Hoffnung nach irgendwo. Ne? Das auch nicht. Aber es ist wenigstens ein Set, was da oben abgebildet ist. So, die ist praktisch einfach, würde ich sagen. Kommen wir mal kurz zu den Specs. Die ist jetzt 8 Plus. Er hat 565 Teile, kostet UVP 40 Euro, also momentan 39 Euro knapp. Und ist seit Anfang des Jahres auf dem Markt. Zwei Minifuhren enthalten. Ja, das war's. Und man kriegt es momentan im Markt, also man kriegt es im Markt so für knapp unter 30 Euro fast immer. Gar keine Panik. 30 Euro für zwei Autos, die Nummer 21 kosten generell 40er Pack. Also früher hätte das bei dir 50 kostet bei dir. Ein warum kann man so günstig ist. Vielleicht, weil sie sonst keiner holen wollte in den Farben. Und die Formel E interessiert keiner was. Keine Ahnung. Gucken wir mal die Box weiter. Hier oben. Nochmal schön abgebildet, 1 zu 1, Seite, normal Speed Champion Aufdruck, der mit dem Set nochmal, mit dem Set, Rückseite Standard, oben lame. So, Rückseite, schön gemacht, hier sehen wir nochmal den echten Wagen, also Fusi treffen es kaum, aber ich finde, der ist so wie sieht in Lego cool aus, in echt ist eine ganz andere Form. Der Form E-Wagen in echt sieht gut aus und in Lego. Ja, müssen wir mal hart diskutieren. Aber kommen wir gleich zu. Kurz, ein paar Teile sind übrig geblieben, nichts Besonderes. Wir haben schöne zwei Stickerbögen. Ja. Ich glaube insgesamt 40 bis 50 Sticker. Nicht so geil, aber gut. Wir haben zwei Anleitungen für die jeweils ein Auto. Dann in der zweiten Anleitung ist auch noch das Drumherum dabei. Hier bauen wir das erste Auto in zwei Bausätze zusammen. Dafür brauchen wir einmal 66 Bausätze, würde ich sagen, in Schritt 2 auf 51, doch 66 Bausätze auf 51 Seiten. Ist okay, würde ich sagen. Hier sieht man nochmal das Modell und dann die Teilliste für beide Modelle. Also man sieht, der ist nicht viel bunter. So, gut, Innenraum ist ein bisschen grau. Gefällt mir. Gucken wir kurz in die zweite Anleitung rein. Hier bauen wir halt erstmal den Wagen wieder in zwei Steps und dann noch das Start-Ziel-Gedöns. Hier sind es dann ja gut 71 Seiten für das Startding, noch mehr 21 Bausteps und für das Auto an sich sind ein paar mehr, weil es größer ist, sind es 87. Würde sagen, Anleitung ist easy, kein Problem, wirft keine Fragen auf. Kommen wir mal zu den Minifiguren. Da habe ich auch schon das Modell reingekarrt. Hier steht mal so der gesamte Inhalt, aber erstmal gucken wir uns die Minifiguren an und dann kommen wir zu den Fahrzeugen. Ja, Minifiguren, Speed Champions typisch, nicht besonders spektakulär. Solider Rennanzug aufgedruckt, würde ich sagen, leider nichts auf den Beinen, aber okay. Ein Gesichtsausdruck, kann eben auch noch Haare verpassen anstatt dem Helm. Ist vielleicht ein bisschen blöd im Formel E-Auto, von daher bleibt er mal bei seinem Helm. Safety first. Dann einmal hier noch die Fahrerin des SUVs. So, mein Beindruck, schöner Druck, schöner Rennanzug, würde ich sagen. Panasonic E-Trophy, also Jaguar E-Pace E-Trophy, so. Eben ohne Helm, kein zweites Gesicht, auch Haare. Schön, kann man machen. Aufstecher im Rennwagen natürlich, und dann nehmen wir sie auch mal wieder ab. Kann man natürlich danach irgendwie bei der Siegerfeier oder so ziehen, je nachdem, was man macht vor Ort mit dem Set. Ja, fangen wir mal mit dem kleinen Start-Ziel getan. Ist ganz cool, kann man glaube ich gut nutzen, wenn man irgendwie eine Rennstrecke bauen will oder zum Spielen. Kann man es wirklich gut nutzen. Ja, steht da. Weniger Teile konnte man jetzt auch nicht benutzen, würde ich sagen, aber reicht. Man hätte jetzt hier noch ein bisschen den Körper weiter bauen können oder so, aber. Oder hier die Noppen noch zumachen können. Aber gut. Rot weggeschaut, die paar Cent. Waren zu krass. Verstehe ich. Hier unten können wir an dieser Stange ziehen und dann geht die Startampel an.
coole Sache. Einfach hochklappen, wieder durch, sonst fest. Wobei, also das ist schon eine coole Technik, aber wo die bei die Stadtampel bei dem Dodge Set noch ein Ticken cooler war. Aber die ist okay. Die ist solide. Bei mir wird das Ding jetzt einfach auseinandergenommen und Teile fliegen. Interessiert mich halt quasi gar nicht. Das Ding. Weil mich interessieren die Fahrzeuge. Falls ich doch mal irgendwann eine Rennstrecke machen sollte, ist das vielleicht eine coole Idee, womit man arbeiten kann. Aber mehr auch nicht. Mal gucken, welches Auto nehmen wir zuerst? Wir nehmen ihn zuerst. Sehr das uninteressantere generell Auto von den beiden. Aber ich finde ihn sehr cool gebaut. Erstmal zum großen Kritikpunkt von diesem Set. Hier vorne ist ein Sticker auf der Scheibe. Den muss man selber anbringen. Diesmal ist es mir so halbwegs gelungen. Und die Farbe von dem Blau trifft absolut nicht den vom echten Modell. In der Kamera sieht es nochmal deutlich besser aus als ein echtes. Das trifft es absolut nicht. Die Kamera trifft es, das ist wirklich fast. Holy fuck. Ja, zum Modell an sich. Ich hatte euch ja schon mal auf der Box gezeigt, das eigentliche Modell trifft nicht ganz, aber es ist ein schönes Lego-Modell. Ähnlich wie der Urus, den ich hoffentlich irgendwann mal hier vorstellen werde. Ja, schönes Modell, würde ich sagen. Mir gefällt hier, wie Seitenspiegel angebracht sind. Schöne Sache. Gefällt mir, wie es dann hier durchzieht. Hier ist ein bisschen sehr eckig, aber okay. Ist jetzt nicht so dramatisch. Dann hier finde ich diese Kurve schön angedeutet. Warum man jetzt hier eine Noppe ist, aber gut. Ist jetzt nicht so dramatisch. Wie der Jaguar sich hier durchzieht, schön. Hier hoch, natürlich Ecke kann man nicht verhindern, aber ja, hier hinten. Ich weiß nicht, ob man es noch ein bisschen hätte verkleinern können, dass das hier nicht so krass kantet. Aber ich finde, es ist auch gelungen. Und das Heck, finde ich, ist wirklich schön gelungen. Also es gefällt mir, das Heck. Nicht so geil wie das Heck vom Nissan. Das ist das geilste Lego-Auto-Heck, was es gibt. Aber ja, finde ich auch ganz gelungen. Schön mit dem Diffusor hier unten, schön gearbeitet. Ja, hier geht es einfach gleich nach vorne. Ja, ist exakt gleich. Gucken wir mal von oben das Heck an. Ich finde schön, wie es hier abgerundet ist. Finde ein schönes Detail, der Heckspoiler ist natürlich einfach an solchen Droidenarm angehängt und dann minimal kleineren. Der wirkt ein bisschen sehr mini, also es wirkt sehr spielzeugmäßig drauf gepackt. In echt ist er wuchtiger, aber auch nicht sehr wuchtig, von daher ist es eine gute Umsetzung. Aber irgendwie wirkt er ein bisschen sehr zu klein. Warum hier wieder Noppen sind, keine Ahnung. Dann hier. Schön wieder gerundet. Also sie versuchen die Form vom Auto zu treffen, aber sie kriegen es nicht hin. Finde ich schön gemacht. Nochmal kurz, das hier ist ein Print. Können wir irgendwie Fokus drauf. Das ist geprintet. Frag mich jetzt, warum das geprintet ist. Ja, ganz gut, dass es geprintet ist. Aber ich hätte noch gern das als Print. Ich will, also bei den meisten anderen Modellen war es ja ein Print jetzt. Das muss ein Print sein. Der Aufkleber aufbringen, das ist nicht einfach. Wenn du verkackt hast, dann sieht das Modell für den Arsch aus. Ja, hier vorne ist schon runtergezogen, hier ein bisschen angedeutet. Diese Öffnung leider nur angedeutet, aber hier ein bisschen gebaut. Und bautechnisch cool ist angebracht. Hier der Kühlergrill. Und hier unten das Teil liegt falsch rum unten drin. Deswegen ist das hier auch nicht mörderstabil. Ja, auf jeden Fall liegt der hier, sieht man ja, diesen. Ich glaube, das ist ein Kotflügel, liegt ja hier falsch rum drin. Und dadurch, also von hier aus gebaut ist die Baurichtungsumkehr in die Richtung. Dann ist hier vorne dran gebaut und von unten dran gepackt das. Deswegen hängt das hier auch nur da unten dran. Ist nicht 1000% stabil, aber zum Spielen ist es stabil genug, wenn man kann nämlich das machen und fliegt nichts ab. Also so ein Speedcamp ist bombenfest. Das ist ja ein Klotz, Lego. Also es ist ein Klotz. Ja, für unten kann man sehen, hier ist wieder. Das Standard Grundkurs gebaut mit den Reifenaufhängungen und hier ganz cool genutzt, so ein Teil, wo man quasi so Fenster mit hin und her schieben kann, hier als Bodenplatte im Auto. Cool gemacht, finde ich. Schönes Auto. Können wir noch kurz den Fahrer reinsetzen? Oder zum Beispiel kann man hier einfach, wenn man will, verstauen. Frisuren, damit sie nicht irgendwie rumfliegen, wenn man sie beim Set hat. Und hier muss man den Arm hier an den linken ein bisschen nach vorne machen, dass er dazwischen geht und den nach oben. Ist der perfekt am Lenkrad. So, von innen gucken wir mal rein, komm mal raus. Wir haben hier eine Schaltung und ein Lenkrad. Boah, solide Sache.
mal drauf machen. Blockt auch nicht irgendwie, kann perfekt schließen. Ist dicht. Super Sache. Aber das erste Auto ist ein Gokoma. Zum zweiten zum Formel E Auto. Also man kennt auf den ersten Blick, dass es das Formel E Auto ist. Gefühlt sieht es eher nach einem Gen 1 Car aus als einem Gen 2 Car. Aber okay. Was finde ich sehr gelungen ist bei dem Auto, sind hier diese Heckflügel, wie die angedeutet sind. Das haben sie sehr gut getroffen. Gefällt mir gut. Aber komm, gehen wir von vorne rum. Schön die lange Nase angedeutet, wie es auch ist beim Formel E-Auto. Schön gemacht. Hier vorne den Frontflügel aufgebaut, aber der trifft nicht. Also ich finde, der trifft nicht das, was er sein soll. Aber okay, besser kann man es auf dem Maßstab nicht darstellen. Hier schön die Radkästen gebaut. Die sind ja eingebaut bei der Formel E. Die Reifen müssen ein bisschen dünner sein, damit die vernünftig passen, aber gut, ein Lego-Standardreifen. Dann ist hier schön innen drin das Monocoque dargestellt. Also hier ist das Monocoque, ja. Und das ist schön angedeutet. Auch mit dem Halo finde ich sehr gelungen. Mit so einem Flex-Pipe. Es ist Pneumatik, kann sein, dass es Pneumatik ist. Kann man aufklappen. Ja gut, das kann man den Halo jetzt nicht, aber egal. Hier läuft schön diese mittlere Finne runter, wie auch beim vom E-Autos ist. Schön gemacht. Hier kommen die Heckflügel raus. Und die sind ja hier innen drin verbunden und hier haben sie einfach mit so einer Fahne angedeutet. Finde ich sehr gelungen. Ja, die sind halt hier darüber, baue ich so eine Kerbe rein und lasse die noch da klappen. Ist ganz cool gelöst. Ja, hier die Seitenkästen sind halt in echt runder ein bisschen. Ja, kann man nicht viel besser darstellen. Ist aber gelungen, würde ich sagen. In den Innenraum können wir kurz reingucken. Einfach nur das Lenkrad. Ich finde aber ganz cool, wie das hier angebracht ist, dass da es glatt ist. So Rückenlehne. Finde ich sehr cool dargestellt. Ja. Guck mal das Heck an. Hier der Diffuser. Der könnte ein bisschen ausgeprägter sein. In der Mitte hier. Aber ja. Aber hier schön noch die Statusleuchte. Also ob er jetzt gerade boostet oder nicht. Also, war vom Ebene nicht sicher, was die bedeutet. Aber halt, die waren da stehenden. Ja, so dieses Ding. Können wir auch noch unseren Formel E-Fahrer reinpacken. Natürlich schön die Hände hoch machen, damit er reinpasst. Und dann versenken wir ihn. Oder auch nicht die Hände hoch machen. Doch. Hier ist noch so, der sitzt unten auf 4 Noppen und nicht auf diesen neuen Special-Teilen. Macht es ein bisschen fester, seinen Sitz, aber gut. Ist ja nicht dramatisch. Muss man mal rausziehen, ein bisschen aufpassen, dass die Beine nicht unstecken bleiben. Ja, finde ich. Sieht aber auch gelungen aus, dieser Wagen. Finde ich, die sind gelungen. Wenn jetzt die Stickerfarbe zum Modell passen würde, dann wären das wirklich gelungene Modelle. Aber die passen leider nicht. Vielleicht ist es auch nur bei der Charger, die ich gekauft habe, ein Problem gewesen. Vielleicht ist es mittlerweile nicht mehr, aber es ist krass. Also, die Kamera fängt das quasi nicht ein, dass die so unterschiedlich sind. Was ist, wenn ich näher rangehe? Halt nicht Kamera im Video drehen. Jetzt erkennt man es leicht, aber das ist ein gravierender Unterschied, also das darf nicht sein. Ja, mir gefallen die Modelle, also für mich ist es eine Kaufempfehlung, wenn ihr sie mögt. Und bei mir gibt es jedes Speed Champion Set. Kaufempfehlung. Wenn man sie kriegt für 25 Euro, finde ich das auch mit Lego Welt ein gute Value. Ja. Sagen wir, es hat euch gefallen, lasst ein Like da, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Modell haltet. Lasst ein Abo da, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Nämlich dieses hier. Und hier. Und ich würde sagen, schön weitermachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.